Und es gibt Musik von Solo Sepp und seinem Stehrumchen. Und zum Thema Hütte fällt mir eigentlich ein Slogan ein, den wir alle heute noch gar nicht gesagt, gesungen und geschrien haben. Und vielleicht schaffen wir das einfach mal alle zusammen ein bisschen Lautstärke zu zeigen, weil ich sage: Friede den Hütten! Krieg den Palästen! Friede den Hütten! Den Hütten und Krieg den Palästen, Leipzig, Erfurt, Düsseldorf, Aachen oder Bonn. Friede den Hütten und Krieg den Palästen, München, Erfurt, Frankfurt, Leipzig und Hawaii. Friede den Hütten und Krieg den Palästen, Afghanistan und USA, Uganda und Burundi. Friede den Hütten und Krieg den Palästen, Afghanistan, Australien, Japan und Hawaii. Friede den Hütten und Krieg den Palästen, Friede den Hütten und Krieg den Palästen. Gab es in der Dolziger Straße einen Kiezgarten. Es gab eine kleine Brachfläche, sogenannter Kriegszahnlücke. Und in dieser Brachfläche haben Anwohnerinnen und Anwohner einen Kiezgarten erschaffen mit Blumen, mit Pflanzen, mit Parkbänken, mit kleinen Bäumchen. Und die Kinder spielten da im Sommer und es wurde abends gegrillt. Und selbst die Polizei hatte da nichts dagegen. Jetzt gibt's da Reintun. Der Umwandlung, der Zweckentfremdung, nämlich dass Wohnungen zweckentfremdet werden, damit Touristen da reingehen und sich dort wohlfühlen in einer Stadt, die eigentlich gar nicht diese Stadt ist, die sie eigentlich besuchen wollen. Hallo Schatz, lass uns in Urlaub fahren. Ja, wo wollen wir denn noch hin? Wir waren doch schon auf Malle und in Holland und in Wien. City, die hat's mir angetan. Da kannst du rücksichtslos mit dem Rollkoffer durch die Straßen fahren. Doch wo sollen wir wohnen? Ein Hotel ist viel zu teuer. Und nachher wollen sie noch von uns eine Übernachtungssteuer. Asche in so manchem Altbauhaus. Ferienwohnung, Südbalkon und die Mieter müssen raus. Und wer jetzt noch eine Bleibe hat, der erntet Lärm und Dreck. Und folglich muss er sich entscheiden, bleib ich hier oder geh ich weg. Doch das kann doch keine Lösung sein, dass man solche Fragen stellt. Aber Schatz, das sieht so super aus und es passt in unsere Welt. So wie hier in der Geschichte geht es vielen in Berlin. Da wird bunter Zweck entfremdet und die Miete.
runter müssen gehen. Und wenn man dann mal protestiert oder auch mal was besitzt, dann wird das nächste Räumkommando uns auf den Hals gehen.